Hallo zusammen, willkommen auf meinem Kanal. Heute habe ich auch wieder 7 Kilowattstunden eingeladen in meinen Speicher. Außentemperaturen sind auch ganz schön runtergegangen. Wir liegen jetzt bei 10 Grad. Nicht gerade das beste Wetter. Jetzt kommt, wie gesagt, die Jahreszeit, wo jede Anlage, wie nennt man das, nicht gerade am besten läuft. Egal wie viel Speicher man hat, beziehungsweise auch PV-Anlage. So, jetzt gehen wir hier mal, zeige ich euch mal die App, wie man in die Dell BMS reinkommt. Hier bin ich mal im einen Block drinne. Hier seht ihr jetzt die Anzeige. Hinterlegt sind jetzt hier 96,1%. Wir liegen bei einer Zelldifferenz bei 0,013 Volt. Ladezyklen sind jetzt hier hinterlegt mit 7. Minimale Zellspannung liegen wir jetzt hier bei 3,4 Volt pro Zelle. Das ist wie gesagt von heute gewesen. Gehen wir mal auf die Parametereinstellung, was jetzt hier drin jetzt so eingestellt ist. Ihr könnt, wie gesagt, sehen, Zellschutzabschaltung 3,65. Wie gesagt, ich lade bloß bis 3, also 2, 3, Volt, 3,5 Volt pro Zelle. Abschaltspannung ist die 2,5 Volt pro Zelle. Das sind, wie gesagt, erstmal die wichtigsten Parameter, die hier eingestellt sind. Dann habt ihr hier oben noch die Einstellungen. Was für eine Kapazität hier hinterlegt ist. 280 Amperestunden pro Block, die Fibo-4-Zellen. SOC-Wert. Ab wann die BMS arbeiten sollen, ab 0,02 Volt pro Zelle. Zellen sind hier angeschlossen, 16S, 48 Volt. Zwei Temperatursensoren. Hier noch ein paar Angaben, bis welchen Temperaturen die Zellen geladen werden sollen. Ihr habt dann mal einen Aktivbalancer drin. So stehen jetzt die Zellen gerade da. Sind alle bei 3,399 Volt pro Zelle. Ein kleines bisschen hat der Balancer hier drin zu arbeiten. Auch wie gesagt, ganz, ganz minimal. Wir können das einigermaßen sehen. Temperaturen sind wie gesagt runtergegangen. Heute habe ich knapp 7 bis 8 Kilowattstunden meine Batterien eingeladen. Gucken wir nochmal bei mir ins System. Wie gesagt, das Ganze läuft immer noch auf Inselanlage. Kein Netz angeschlossen. Batterie ist trotzdem bei jetzt wieder bei 100%. Wir hatten jetzt 3 Tage schlechtes Wetter. Alle drei Laderegler machen jetzt gerade 160 Watt. Insgesamt sind runter geregelt. Deswegen leuchtet, wie gesagt, jetzt hier auch die orangenen Lampen. Wird jetzt mehr Strom verbraucht oder abgerufen, fahren die Laderegler natürlich wieder hoch. Das kann ich euch auch mal zeigen. Wie gesagt, jetzt seht ihr gerade, Laderegler sind alle noch so in Stand-by-Funktion. Wird kein Strom abgerufen. Wir haben jetzt die Laderegler, die das System noch unterstützen bei 84 Watt. Jetzt schalten wir mal einen großen Verbraucher zu. Stromverbrauch, hier oben sind wir jetzt bei 350. So, jetzt habe ich was zugeschalten.
Jetzt liegen wir hier bei 2100 Watt. Die Laderegler sind jetzt immer noch bei 73 Watt. Kommt jetzt aber gerade nicht viel Strom von oben, weil wie gesagt, ihr seht, jetzt leuchten die blauen Lampen. Das, was jetzt von oben kommen würde, würden die natürlich jetzt sofort umsetzen. Aber wir haben es draußen gerade sehr stark bewölkt. Es ist keine Sonne. Ansonsten würden jetzt die Laderegler hier hochfahren und die Batterie zu unterstützen und zu entlasten. Sorry. 2100 Watt ziehen wir jetzt, wie gesagt, gerade. Es kommt aber, wie gesagt, PV-seitig nicht viel rum. 78, 80 Watt. Wir ziehen jetzt gerade 2100 Watt aus dem Speicher, sind bei 53,4 Volt, sind 40 Ampere. Die ganze Anlage läuft jetzt schon 2 Wochen auf Inselbetrieb. Bis jetzt sieht es noch sehr gut aus. Wie schon in anderen Videos erwähnt, PV-mäßig muss schon ein bisschen was erweitern. Die Kupferschienen noch verkleiden. Wie gesagt, bin ich jetzt noch nicht dazu gekommen. Wird aber noch gemacht. Und das Ganze wird hier auch noch ein bisschen eingepackt, um Temperaturen hier konstant bei 20 bis 25 Grad zu halten. Die ganzen Batterien sind, wie gesagt, von lifebo.de. Das sind 48 Volt Speicher, insgesamt 3 Stück davon. Jeder Block hat 15,2 Kilowattstunden, 16 Zellen, 48 Volt. Jeder Block kann, wie gesagt, mit 10 kW geladen werden. Das wären 30 kW. Also kann ich da noch einiges an Platten aufs Dach knallen. Im Sommer ist es, wie gesagt, zu viel des Guten. Da ist viel zu viel Leistung. Keine Ahnung, früh ist eine halbe Stunde, eine Stunde Sonne, ist der Batteriespeicher voll. Aber das Ganze muss ja auch ausgelegt werden für Schlechtwettertage. Gerade im Winter. Deswegen auch die Batteriekapazität, um viele Tage abdecken zu können, wenn mal keine Sonne rauskommt. Aber wenn sie sich doch mal zeigen lässt, kann ich dann, wie gesagt, schnell wieder hochladen, das ganze System. Alle 3 Blöcke sind parallel auf eine große Kupferschiene angeschlossen. Jeder Block arbeitet separat für sich und wird separat überwacht. Alles, was an Leistung kommt von den Solarplatten, was wie gesagt mit den Ladereglern angeschlossen ist, geht auf die große Sammelschiene hier vorne und jeder Block nimmt sich dann seinen Strom, den er braucht. Alle 3 Blöcke, wie gesagt, parallel angeschlossen. Dann hat man 2 große Anschlüsse, wie der vorderste jetzt hier vorne, ist der Plusanschluss. Hier oben ist der Minusanschluss. Geht mit 70 Quadrat. Hier unten dann zum Wechselrichter. Zu meinem Multiplus 248 8000 und versorgt dieses Gerät. Das Ganze ist auf Inselanlage, wie ihr seht, Inverter on, nichts anderes ist jetzt hier angeschlossen und versorgt das ganze Haus einphasig mit 8000 Watt, wenn es abgerufen wird drinne, kann er zur Verfügung stellen. Separat angeschlossen ist nochmal ein zweiter Wechselrichter, der auch nochmal aus 48 Volt 6000 Watt umwandeln kann. Für den Garten, Hecken schneiden, Rasenmähen und vieles mehr. Der ist separat angeschlossen, hat eine eigene Steckdose mit Sicherungsautomat. Ich denke mal, hier werde ich nochmal was umbauen. Steckdose, wie gesagt, gefällt mir nicht so, ja, so richtig. Hier kommt ein richtiger Anschluss dran. Und der kann dann, wie gesagt, zieht dann auch über 50 Quadrat Kabel auch nochmal Strom aus dem Batteriespeicher.
Also zwei verschiedene Wechselrichter sind in den ganzen Block hier angeschlossen. Draußen ist es wieder ein bisschen heller geworden. Batterie zeigt zwar auch noch mit 100% an. Nur 11 Watt gehen aus dem Batteriespeicher raus. Die drei Laderegler erzeugen jetzt insgesamt alle drei 278 Watt. Das ist gerade das, was im Haus verbraucht wird. Also nur die Laderegler versuchen jetzt den Hausverbrauch. Und Batterie ist jetzt sogar bei 0 Watt. So wurde Batterie tagsüber entlastet. Würden die Laderegler jetzt mehr produzieren, als was hier oben rechts verbraucht wird, geht das natürlich in den Batteriespeicher rein. So läuft das System auf Inselanlage. Ist der Batteriespeicher voll, wird er wie gesagt separat runtergeregelt oder abgeschalten. Und die Laderegler produzieren nur den Strom, der hier oben gebraucht wird. Alle Laderegler sind wie gesagt mit dem Datenkabel verbunden, was ihr unten rechts seht. VE-Direktkabel, was dann mit dem Servo GX verbunden ist. Das ist das Herz der ganzen Anlage. Und der managt wie gesagt den ganzen Datenfluss. Was wird wo wie verbraucht. Jetzt haben wir die Situation draußen mal heller geworden. Wir produzieren jetzt gerade knapp 370 Watt laderegelmäßig und da haben wir jetzt einen Überschuss und laden gleich mal wieder 70 Watt in den Batteriespeicher ein. Ja, so funktioniert das ganze System. Was bei Victrum wie gesagt auch noch sehr gut funktioniert, man kann auch der ganzen Anlage sagen, am AC-Ausgang, weil wie gesagt ist eine Inselanlage, da wo die ganzen Verbraucher dranhängen, wie Waschmaschine oder Mikrowellen, Kühlschränke, da kann man auch eine Einspeiseanlage anschließen. Kann dem System sagen, am Ausgang eine Einspeiseanlage angeschlossen. Fronius funktioniert mit Victron zusammen, kann man über ein Datenkabel verbinden. Und die tauschen sich da alle Daten aus. Und da kann dann geregelt werden, wie Laderegler hoch und runter, das was an Leistung gebraucht wird. Ist das ein Fremdgerät, was mit Victron nicht miteinander arbeitet, kann das natürlich über die Frequenz gesteuert werden. Da sagt ein Victron hier, ich brauche keinen Strom mehr, wird die Frequenz angehoben und die Einspeiseanlage geht auf Störung. Auch sowas ist bei Victron wie gesagt möglich. Jetzt kommt sogar nochmal die Sonne raus. Jetzt sind wir hier schon mal schnell wieder bei 900 Watt und wir laden gerade mit 600 Watt den Batteriespeicher wieder auf. Also alles das, was über ist an Leistung, was oben nicht gebraucht wird, oben rechts, fließt wieder in den Batteriespeicher rein. Ist die Batterie voll, werden die Laderegler automatisch runtergeregelt. Absolut geiles System. Hier sind wir gleich wieder bei 1000 Watt. 1100, 1200. Da freut sich der Speicher. Geladen wird das Ganze hier bis 56 Volt. Ist gerade wieder Verbraucher angesprungen. Oben rechts wird es gleich wieder hochgehen. 1000 Watt. Das Hauswasserwerk. Ja, so läuft das Ganze. Habt ihr Fragen, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Hat euch das Video gefallen? Gerne einen Daumen hoch. Natürlich gerne auch ein Abo. Bis zum nächsten Video. Hauswasserwerk müsst ihr jetzt auch gleich wieder abschalten. Dann ist der Hausstromverbrauch wieder, geht dann wieder runter auf 200 bis 300 Watt. Wie gesagt, drin ist es gerade nicht viel an. Pumpe ist jetzt aus und der Verbrauch geht wieder runter auf knapp
knapp 400 Watt. Und der Überschuss geht natürlich wieder in die Batterien rein. Ist mal länger Schlechtwetter, wie gesagt, kann ich hier notfalls noch mit einem separaten Ladegerät laden und Notstromaggregat. Der kann, wie gesagt, auch 40 Ampere liefern, 48 Volt. Bis zum nächsten Video.